10 Jahre ist es her, dass die US-Comedy-Serie Friends eingestellt wurde. Doch vergessen haben waschechte Fans die Kultshow keineswegs. Im New Yorker Trendbezirk Soho wurde einer der Hauptdrehorte, das Central Perk, nachgebaut. Ganze 4 Wochen können Anhänger dort Serienluft schnuppern und in Erinnerungen schwelgen. Friends ist eine der besten Sitcoms, die jemals im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich bin ein riesiger Fan, seit ich 13 bin. Es ist die Lieblingssendung von meiner Schwester und mir. Das vom Serienproduzenten und einer Kaffeehauskette finanzierte Café lockt unter anderem mit dem legendären orangefarbenen Originalsofa aus der Serie, auf dem sich Rachel und Co. zu lümmeln pflegten und das Leben diskutierten. Weitere Anziehungspunkte sind zahlreiche Originalkostüme und Fotos. Ein Highlight bei der Eröffnung ist der Besuch von Seriendarsteller James Michael Tyler, der in Friends den hellblond gefärbten Kaffeemitarbeiter Gunther spielte. Ich bin begeistert. Es ist wirklich cool. Ich meine, was sie aus dem Ort gemacht haben. Ihr werdet ihn lieben. Es gibt viele Requisiten. Man kann Selfies auf dem Sofa machen. Es ist fantastisch, irgendwie surreal. Das Universum von Friends ist hier wieder auferstanden. Der Andrang auf Central Perk ist riesig. Die Macher von Friends scheinen mit dem Nachbau zum 20. Geburtstag der Serie die Erwartungen der Fans voll und ganz zu erfüllen. Bis zum 18. Oktober sind die Pforten geöffnet. Dass der Gratiskaffee angeblich scheußlich schmeckt, wie ein Besucher anmerkt, scheint dadurch eher nebensächlich.